Ole ist 14 Jahre alt und hatte monatelang permanente Schmerzen. Ein normaler Alltag war für ihn nicht möglich. Ständig pochte es im Kopf. Er war nicht schulfähig. Die Familie war am Ende ihrer Kräfte. Sie suchte Hilfe in der LWL-Tagesklinik Hamm für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir treffen Ole und seine Eltern nach der Therapie. Also ich habe halt angefangen, chronische Kopfschmerzen zu bekommen. Das heißt nicht Kopfschmerzen durch irgendwie, weil ich hingefallen bin oder so, sondern einfach durch die Psyche. Und das lag wahrscheinlich an Schulstress, einfach, dass ich da nicht richtig das hinbekommen habe. Durch die Kopfschmerzen hatte Ole viele Fehlstunden, musste sogar ein Jahr wiederholen. Er kam 3 Monate jeden Morgen in die Tagesklinik. Einer seiner Therapien war die Physiotherapie. Ulrike Lach war seit Anfang an dabei. Sie half Ole, die Schmerzen zu lindern und wusste, woran es lag. Der hat von der Halsmuskulatur her sehr starke Verspannungen, Kopfgelenke sind auch relativ fest. Ulrike Lach zeigte Ole auch Übungen für zu Hause. Diese waren besonders wichtig. Die Fortschritte konnte er in sein persönliches Notizbuch eintragen. Diese halfen ihm sehr. Das wirkt einfach ziemlich entspannend darauf und kann das auch teilweise ziemlich stark mildern. Und wenn ich das dann zu Hause regelmäßiger mache und so, wird das immer besser. Nach der Physiotherapie ging es zurück in den Besprechungsraum. Dort wurde der weitere Tagesablauf besprochen. Ole war dabei immer im Kontakt mit den Mitarbeitern für Pflege und Erziehung. Sie wussten, welche Therapie Ole braucht. Der Ole hatte fest, weil er mit seiner Schmerzproblematik zu uns gekommen ist, die Physiotherapie, Einzeltherapie, Gruppentherapie, Schulunterricht halt. Neben dem Unterricht in der Klinikschule, der Physiotherapie und den Übungen sprach Ole auch regelmäßig mit Psychologe Moritz Süß. Er half ihm dabei zu verstehen, woher sein Schmerz kam und stärkte ihn auf seinem weiteren Weg. In der letzten Phase der Behandlung geht es dann darum, dass Ole auch wieder schrittweise in die Heimatschule zurückgeführt wird. Das heißt, wir machen am Ende der Behandlung immer eine Art Heimatschulbesuch. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen gehen maximal bis zu 4 Stunden in die Heimatschule und kommen danach nochmal zu uns in die Tagesklinik zurück, damit wir das eben gemeinsam auch besprechen können. Nach den Einzelstunden mit Ole suchte Psychologe Moritz Süß regelmäßig den Kontakt zu den Eltern. Hier wurden die Ergebnisse der Sitzungen besprochen. Ole hatte in der Zeit die Möglichkeit, seine Freizeit mit seinen Freunden in der Klinik zu gestalten, beispielsweise mit Kickern. Dank der ausführlichen Voruntersuchungen und richtigen Diagnose konnte Ole hier eine wirksame Therapie machen. Die Behandlung in der Klinik wie auch die Fahrtkosten wurden von der Krankenkasse übernommen. Heute fühlt er sich selbstbewusster und sicherer. Den Schmerz hat er jetzt im Griff. Das merken auch die Eltern von Ole. Man merkt jetzt schon, dass sich was bewegt, dass es Ole besser geht, dass unser Alltag entlastet ist und somit auch seiner. Ja, auf jeden Fall. Der Alltag von Familie Jakobsen wird jetzt nicht länger vom Kopfschmerz bestimmt. Okay.